So, in diesem Tutorial geht es darum zu klären, wie man einerseits eine normale Materialität aufbringt, andererseits einen Schriftzug aufbringt, ohne die Materialität dabei zu verlieren, die man vergeben hat. Wir schauen uns das gerade einmal im Cycles-Modus an und sehen, wir haben hier eine schon glänzende Materialität vergeben und wollen jetzt hier den Schriftzug aufplatzieren. So, als allererstes werden wir nun einmal das Objekt, um das es geht, natürlich unwrappen. Gehen dazu in den UV Editing Mode und werden hier die Kanten, die für uns relevant sind, einmal markieren. Dort Mark Seam einsetzen. Auf der Rückseite, wo wir den Schriftzug nicht platzieren werden, ebenfalls eine Naht setzen, sodass der mittlere Bereich, um den es eigentlich geht, hier soll ja der Schriftzug drauf, auf diesen Bereich, dass dieser genau abgewickelt werden kann. Wir wählen jetzt hier alle Elemente an, drücken U und unwrappen das Objekt jetzt. Wir sehen, hier ist auch schon eine Vorschau des Unwrappings, mit der wir jetzt weiterarbeiten können. Wir wählen hier auf dieser Seite alle Elemente an, drehen die mal um 90 Grad, sodass dass man es besser sehen kann. Verschieben die ein kleines bisschen, ist nicht unbedingt nötig, aber ja, finde ich jetzt persönlich ein bisschen gefälliger. Unser Ziel ist jetzt, nicht diesen Schriftzug hier anzupassen an das Objekt, denn wir sollten am besten das Objekt hier oder diesen Teil, den wir brauchen, das heißt hier diesen Teil, wo der Schriftzug nachher drauf soll, den sollten wir am besten gerade machen, damit nachher in dem Bild, was wir in Illustrator produzieren oder dem Schriftzug, den wir in Illustrator produzieren, dass das anschließend hier sauber drauf passt und wir nicht den Schriftzug verzerren müssen. Das schaffen wir mit einem bestimmten Add-on, das sich lohnt zu kennen, da es uns einige Funktionalitäten bietet, die wir gut verwenden können, wenn wir UV-Meshes bearbeiten. Das Tool nennt sich Text-Tools. Ich gehe mal auf und über Edit, Preferences und wir sehen hier, wenn ich gerade jetzt mal den Shortcut eingebe, UV Text Tools. Diese Tools kann man im Netz herunterladen, ist überhaupt kein Problem. Es ist ein frei erhältliches Add-on für Blender und dieses Blender-Add-on hilft uns auf jeden Fall bei der weiteren Bearbeitung. So, ich schließe das hier mal. Ich finde diese Text Tools anschließend auch in der Registerkarte hier unten. Also gehe hier innerhalb dieses Text Tools Pads auf UV Layout. Wähle nun alle die Objekte hier an. Das schaffe ich, indem ich einen Punkt anwähle und dann, während ich über das Objekt drüber hovere, auf L drücke. So bekomme ich alle anderen Punkte, die damit verbunden sind, angewählt und gehe hier einfach auf, machen wir es denn, Rectify. Das heißt, ich möchte gerne, dass das in ein gerades Rechteck umgewandelt wird. Das tut es auch. Ich verschiebe das noch so ein bisschen an der Stelle, wo ich es gut sehe, auf die UV-Fläche und schon habe ich eine sehr schön zugeordnete Fläche. Die anderen Elemente interessieren uns wenig, denn dort werden wir ganz normal keine Textur aufbringen, sondern lediglich die Materialität, die wir auch in als Grundmaterialität vergeben haben, die wird dort sichtbar sein. Das heißt, uns interessiert eigentlich nur dieser Bereich und der sollte in dem Fall gerade sein. So, diese Ansicht brauchen wir gleich, deswegen wählen wir alles an und exportieren dieses Objekt, indem wir Export UV Layout wählen. So, wenn wir das Ganze hier speichern, ich speichere das einfach mal unter dem Namen Futternapf, dann sehen wir hier einige Sachen und zwar oder einige Elemente, die wir einstellen können. Es ist wichtig, dass wir es als PNG speichern. Dann die Größe sehen wir, die könnten wir jetzt auch verändern, aber wir lassen sie im Moment mal auf 1024 mal 1024 und exportieren das dementsprechend hier als dieses Objekt.
So wie man unschwer erkennen kann, haben wir jetzt das Programm gewechselt. Man kann das mit Illustrator erledigen, man kann das auch mit Photoshop erledigen, was wir jetzt tun. Das ist jedem freigestellt. Ich werde jetzt einfach eine neue Datei erstellen, und zwar eine Datei fürs Web. Diese soll sein, wie wir eben gesehen haben, 1024 Pixel mal 1024 Pixel groß, und die soll eine Auflösung von 300 ppi haben. Das macht Sinn, die Auflösung etwas höher zu stellen, damit wir gleich kein Problem mit der Auflösung haben, beziehungsweise mit der Detailtreue. Ich erstelle diese Datei jetzt einfach einmal und importiere als nächstes das von uns gewählte oder vorher gespeicherte UV-Layout. Dazu gehen wir auf Datei, platzieren und suchen hier die Datei Futternapf und platzieren die exakt oben an der 00-Kante, sollte auch sauber einrasten, und betten das Objekt kurz ein. Und nun müssen wir dafür sorgen, dass der Schriftzug genau an diese Stelle kommt. Das heißt, wir machen eine neue Ebene oder fügen eine neue Ebene ein, erstellen nun einen Schriftzug, der eine adäquate Größe haben sollte. Ich nehme jetzt mal 72 Punkt mit einer etwas anderen Schrift, damit wir auch sehen. Ja, ich nehme mal eine etwas ungewöhnlichere Schrift. Und setze jetzt den Text genau an diese Stelle, wo eigentlich jetzt unser ausgeschriebenes Element ist, das hier den Bereich umfasst, der eigentlich die Seite des Futternapfs kennzeichnet. So, da wir die Kennzeichnung nicht mehr brauchen, blenden wir diese aus und exportieren nun diese komplette Fläche als PNG, wobei wir darauf achten müssen, natürlich, dass der Hintergrund, Entschuldigung, dass der Hintergrund transparent ist. Wir gehen also auf Datei, exportieren, exportieren als, benennen das die Datei aussagekräftig. Und klicken auch Zeichenfläche verwenden an, damit wir den Rest der Zeichenfläche ebenfalls exportieren, denn sonst wird nur dieser kleine Ausschnitt hier exportiert. Gehen auf Exportieren und können noch einige Features einstellen. Wir lassen die Auflösung auf 300 ppi. Geglättet soll es auch bleiben. Wir müssen allerdings die Hintergrundfarbe auf Transparent stellen, und dann klicken wir einfach nur auf OK. Und schon ist das Objekt exportiert. So, wir wechseln wieder zu unserer Blender-File, und jetzt geht es darum, den Schriftzug dort genau zu platzieren. Also wir sehen hier noch unser UV-Editing, und wenn wir jetzt eins zu eins den Schriftzug hier drauf platzieren würden, würden wir sehen, dass der Schriftzug exakt an dieser Stelle sich befindet. Um das jetzt Wirklichkeit werden zu lassen, müssen wir in den Ordner Shading wechseln. Wir haben den Futternapf bereits angewählt und wollen nun im Node-Editor hier unten beginnen, den Schriftzug aufzubringen. So, dazu brauchen wir natürlich unsere altbekannten Nodes. Erstmal unseren Image Texture. Dann brauchen wir das Mapping-Element. Und wir brauchen auch noch, wobei ich mir nie merken kann, wo dieses Node liegt, dieses Texture Coordinate, und verbinden diese in üblicher Weise. Wir haben es auseinandergeschnitten, das heißt, wir verbinden das UV mit dem Vektor. Der Vektor wiederum geht in die Image Texture, und Color geht hier in die Base Color. So, natürlich wird jetzt, weil wir noch kein Image hinzugefügt haben, das hier als lila bzw. eher rosa farbenes Objekt dargestellt. Wir öffnen jetzt gleich unser Image, und dann werden wir sehen, dass es auch schon anders aussieht. So, ich habe das PNG jetzt hineingezogen, und wir sehen, es ist von rosa zu schwarz geworden.
Das könnte uns jetzt erst einmal irritieren, soll es aber nicht, das werden wir gleich beheben. Unser Ziel ist es ja jetzt, diese etwas glänzende Oberfläche, die eigentlich weiß war, mit dem Schriftzug zu koppeln. Dazu brauchen wir noch etwas, und zwar müssen wir dem Schriftzug jetzt eigentlich sagen, oder wir müssen dieser Image Map jetzt sagen, wo sie erscheinen soll. Dazu brauchen wir noch einmal diesen Node hier. Wie es aufgebracht wird, bleibt gleich. Das heißt, wir können hier das UV-Mapping und die Art des Mappings 1 zu 1 verbinden und brauchen jetzt noch einen Mix-Shader, und zwar den Mix-RGB-Shader. So, dieser Mix-RGB-Shader sorgt jetzt dafür, dass wir einerseits hier in Color 2 unsere alte Farbe wieder zurückbekommen, also die Farbe, die wir eingestellt haben. Und auf der anderen Seite werden wir jetzt hier durch unseren Schriftzug bzw. durch unser PNG definieren, wo unser PNG sichtbar sein soll und wo nicht. Das schaffen wir dadurch, dass wir Alpha mit Faktor verbinden, und nun sehen wir Folgendes. Einerseits haben wir die Base Color behalten, andererseits wird der Schriftzug genau da eingefügt, wo er nicht transparent ist, und alles andere wird transparent angezeigt, sodass es eigentlich genau so sein soll, wie wir uns das vorstellen. Und damit hätten wir das geschafft, was wir wollen. Einerseits die Grundtextur oder die Grundeinstellung des Materials zu behalten und andererseits einen Schriftzug oder eine andere Textur aus nicht transparenten und transparenten Elementen aufzubringen. So, wir sehen, es ist auch auf jeglicher Seite gut zu sehen. Und wenn wir das Ganze einmal ausrendern, ich zeige das hier mal gerade, dann sehen wir, dass das schon sehr schön mit diesem Materialmix aussieht. Vielen Dank fürs Zugucken.